Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr vielleicht daran schon sehen könnt oder am Titel, ich teste die Oceans Apart Sportklamotten. Ja, also die Sachen kamen in dieser Box an, was ich mega schön fand. Ich habe einen Deal gemacht mit 35% und noch eine Hose gratis dazu, was ich mega gut fand. Also habe ich 60 Euro für drei Teile bezahlt. Finde ich mega gut. Jetzt ohne Witz. Im Gegensatz zu anderen finde ich die Qualität mega gut. Ich finde die mega schön. Ich habe die auch schon seit gestern Abend oder so. Weil ich die echt mega cool finde. Und ja, also wie gesagt, die Qualität finde ich mega gut. Ich habe so eine hier unten geriffelt. Sieht man das? Ja, man sieht es. Genau, und das ist auch bei der blauen hier so. Ich finde die Qualität einfach gut. Ich kann nichts gegen diese Hose sagen. Also ich könnte sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Keine Ahnung. Das Einzige, wo ich echt sagen muss, ist der BH. Ich habe hier unten drunter noch einen Sport-BH. Das liegt aber auch an meinen Brüsten, weil die sehr groß sind. Und bei mir hält nicht nur ein BH. Ich brauche immer zwei BHs. Deswegen, ja, das ist ein Manko. Ich finde sogar, meine Hose ist ein bisschen zu lang. Die hätte man ein bisschen kürzer machen können, aber hätte, hätte Fahrradkette. Ich hätte mir auch ein L kaufen können. Und ich trage Größe 46, also ja. Die gehen. Und die sehen so klein aus. Also wirklich, schocken, wie klein die aussieht. Sehr klein. Und das Größe XL. Das ist jetzt die schwarze, genau. Ich finde die einfach mega bequem. Ich habe die halt gestern schon angezogen. Die ist so, so, so bequem. Das macht einfach Spaß, mit der auf der Couch zu liegen. Ja. Ich werde später noch einen Test machen, nämlich auf den sportlichen Effekt. Also ob die rutscht oder ob der Schweiß irgendwie darin hängen bleibt und das anfängt zu stinken oder so. Kennt ihr das? Ich hatte mal so eine eklige Hose. Ich hatte auch schon von anderen Marken Hosen, da ist die Hose immer gerutscht. Super unangenehm, meiner Meinung nach. Da ist auch dieser Bund hier oben, ist so richtig eklig nach unten gerollt, aber komplett. Und ich liebe es halt, wenn der so richtig weit oben ist, wie hier. Und die war auch so, aber die ist komplett runtergerollt. Und dann sah es einfach sau eklig aus, weil das komplett hier unten dann bei meinen Hip-Dips hier unten gerollt war. Oh, das sah so schrecklich aus. Ja, und was ich gehasst habe, war, dass die unten ein bisschen zu weit war. Aber ja, hier Oceans Apart. Wie gesagt, ich kann es nur weiterempfehlen. Ich mache gleich noch den Test mit Sport. Da nehme ich euch auch ein bisschen mit. Dann könnt ihr da zuschauen. Und ja, eigentlich, was kann ich noch dazu sagen? Ja, im BH waren eigentlich noch diese Cups. Ups. Und diese Cups, die kann man rausnehmen. Also hier neben kann man die rausnehmen. Ich habe die rausgenommen, weil die bringen nichts. Die sind zu klein für meine Oberweite. Also ich kann es ja mal anhalten. Tada! So würde das dann aussehen. Und das sieht scheiße aus. Deswegen weg. Genau. Was ich mega cool finde, ist, also einmal im BH steht hier neben, wie man es waschen muss. Und in der Hose steht das auch wieder drin, wie man es waschen muss. Finde ich mega cool. Ich hasse allgemein, wenn in Sporthosen so Zettel drin sind. Und das ist hier einfach nicht, was ich mega cool finde. Die ist auch nicht durch, also man sieht fast nichts durch. Das kann ich schon mal sagen. Außer ihr über die, also ihr überdehnt jetzt. Kennt ihr das, wenn ihr im Spiegel schauen wollt, ob eine Hose durchsichtig ist oder nicht? Ja, dann ist sie nicht durchsichtig. Aber nur dann. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die... Also Nils meinte, sie wäre nicht so durchsichtig, wie ich mir das jetzt vorstelle oder denke. Sondern wenn die durchsichtig ist, dann sieht man nur den Abdruck von der Unterhose. Ja, easy peasy. Lemon squeezy. I think. Genau. Ich habe ganz viele M's hier drin. Ich merke es gerade selbst. Es tut mir leid.
Was kann ich noch zu den Klamotten sagen? Ich finde ja allgemein eigentlich theoretisch sehr teuer. Da aber die immer einen Code haben, selbst wenn du auf Oceans Apart guckst, bei Insta, Facebook, was weiß ich nicht alles, geben die da immer einen Code, wo du dir entweder für 79 Euro, also kaufst du dir was und bekommst noch zwei Teile gratis oder halt 40% oder 50%, ich glaube, ich habe auch einmal 50% gelesen. Ich weiß nicht genau. Also, ja, ich finde es okay. Ich habe schon bei teureren Marken teurere Sachen gekauft, die nicht so geil waren, obwohl es Sportmarken waren. Ich habe noch eine Hose, eine Leggings im Schrank. Die ist so schnell kaputt gegangen. Die ist gerutscht wie bis keine Ahnung wohin. Und ja, ich finde der Preis eigentlich angemessen. Ich habe für die andere Sporthose hatte ich 45 Euro bezahlt. Für eine Sporthose. Eine Sporthose, ja. Ich habe jetzt für die drei Teile 60 bezahlt. Ich habe für die eine Sporthose 45 Euro bezahlt. Und ja, die ist halt nach irgendwie gefühlt 4 Wochen kaputt gegangen. Sport damit war totaler Blödsinn und deswegen. Also ich kann jetzt von der Bequemlichkeit her erstmal Oceans Apart empfehlen. Ich kann mich ja mal kurz hinstellen, dann seht ihr, wie es aussieht. Ich habe Hip Dips. Ich habe immer noch einen Bauch. Das geht nicht einfach weg, weil ich Sportklamotten anziehe. Da muss ich auch Sport machen. Ist klar. Genau. Ich finde aber, die stehen mir voll gut. Kann man das so sagen? Ich finde, ja, ich finde, die sehen gut aus. Ich kann es euch mal zeigen. So sieht es jetzt aus. Ich habe immer noch meinen Bauch. Natürlich habe ich den. Der geht nicht einfach weg. Meine Hip Dips habe ich immer noch. Finde ich aber auch nicht schlimm. Ich habe den schönen Sport-BH. Die Hose. Ich finde es mega schön. Ohne Witz. Ich finde es wirklich ein schön. Also, das sieht so gepusht aus wegen meinem anderen Sport-BH unten drunter. Ich sag's mal so, ich habe so große Brüste, dass ich einen Sport-BH unten drunter habe, der mir die Luft abschnürt, damit das hält. Ja, jetzt könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie das ist, große Brüste zu haben. Ich weiß nicht, ist da draußen noch jemand, der mir helfen kann dabei? Ich finde die jetzt schon wieder zu weit oben. Aber ja, es ist schwierig. Man findet fast nie was. Das kann ich schon mal sagen. Wir fangen jetzt an. Also ich fange jetzt an, Sport zu machen. Und ihr könnt mir dabei zuschauen oder auch nicht. Aber ich sag euch dann danach, was ich davon halte. Ich bin so verschwitzt. Ich habe nicht mehr das komplette Workout durchgehalten. Nur 10 Minuten, weil ich schon so lange keinen Sport mehr gemacht habe. Also es ist gut, dass ich mir Sportsachen gekauft habe. Super. Aber ich kann sagen, die sind mega angenehm, wenn ich schwitze. Also ich habe jetzt sehr viel geschwitzt, ja. Und ich finde es mega angenehm. Der Stoff ist immer noch sehr, ich würde jetzt nicht nass sagen, so. Der ist trocken. Man sieht nicht keine Schweißflecken drauf oder so. Also ich finde es echt top. Das ist meine Meinung. Jeder hat seine eigene Meinung. Ich sage das jetzt auch, ich sehe so scheiße aus. Egal. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was für Instagram oder Influencer-Marken ihr gerne sehen würdet oder ihr gekauft habt und ihr total scheiße fandet oder gekauft habt und total geil fandet. Finde ich mega interessant und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Das wollte ich noch nachtragen. Und zwar wollte ich jetzt duschen gehen und habe natürlich meine Sportsachen ausgezogen. Ich habe jetzt mal an der Hose gerochen und an diesem Sport-BH. Stinkt nicht. Der wird hundertprozentig stinken. Das weiß ich, weil der immer stinkt, sobald ich Sport mache. Und ich stinke einfach nicht. Das ist so. Das ist einfach geil. Also wirklich, das ist cool. Also top.